Hallo und herzlich willkommen auf eurem Game-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, heute möchte ich eine 3D-Schrift erstellen. Dazu brauche ich natürlich eine Vorlage. Dazu, also ich arbeite mit dem Long Shadow-Werkzeug, das wir jetzt zur Verfügung haben. Und ja, wir werden sehen, wie es funktioniert. Ich werde noch eine, wie sagt man, werde mit Hilfslinien arbeiten und so weiter. Und wir beginnen einfach damit, dass ich hier das Bild erstmal beziehungsweise die Genauigkeit hier auf 16-Bit stelle. Erst aber muss ich hier den Hintergrund erzeugen. Ich gehe hier auf Neu und wenn ihr 1920 mal 1080 nehmt, dann ist das okay. Wenn ihr kein 4K habt, wenn ich als 4K mit 4K arbeite, muss ich natürlich die doppelte Auflösung nehmen und zwar 3840 mal 2160. Warum ich das sage? Das wird gleich relevant werden. Jetzt habe ich hier einen Hintergrund erzeugt und werde jetzt hier diesen Hintergrund füllen mit einer Farbe, die ich schon vorbereitet habe. Das ist die E398C7. Und ziehe hier die Farbe hinein und wir werden dann gleich mit Hilfslinien arbeiten. Ich lasse den Hintergrund einfach so, ich dupliziere den. Ich stelle hier alles wieder auf Standard ein und gehe jetzt erst einmal auf Bild, Hilfslinien. Hilfslinien in Prozent und werde hier auf Vertikal gehen und werde erst einmal eine Hilfslinie bei 15% erzeugen und dann eine Hilfslinie nochmal in Prozent in der entgegengesetzten Geschichte, nämlich auf der rechten Seite und zwar mit 85. Das bleibt euch natürlich bei 1920 mal 1080 Auflösung gleich. Jetzt werde ich hier mal auf Weiß gehen, hier vorne. Ihr seht, das ist natürlich immer noch nicht 100% hier mit diesem High DPI von den GIMP-Leuten. Das wird erst richtig funktionieren, wenn GTK 3 abgeschlossen ist, also ab GIMP 3.0. Und ja, ich arbeite hier mit der Schrift Swiss. Wo sind wir hier? Swiss 921 BT Condensed. Werde jetzt hier mal die Schrift hier zum Schreiben, das aktivieren. Habe hier eine Größe von 700, die müsst ihr natürlich anpassen, wenn ihr auf 1920 mal 1080 geht. Und ich habe natürlich hier dann noch den Abstand zwischen den Buchstaben auf 50 festgelegt. Bei 1920 mal 1080 könnt ihr vielleicht mit 25 auskommen. Ich ziehe mir jetzt hier einfach zwischen diesen beiden Linien eine Auswahl und schreibe hier hinein Font 3D. Und ihr seht, das passt hier wunderbar hinein. Was ich jetzt machen muss, natürlich ist, ich muss die Schrift natürlich noch horizontal ausrichten. Und dazu werde ich hier dieses Ausrichten-Werkzeug nehmen. Ihr seht, wenn ich da drauf klicke, da fehlt es noch an diesem High DPI. Das heißt, es ist relativ klein, aber bei euch ist es natürlich größer, wenn ihr noch diese 1920 mal 1080 benutzt, die Auflösung. Hier an der Mitte des Ziels ausrichten und schon ist die Sache erledigt. Ich gehe mal hier aufs Verschieben. Ihr seht hier diese Ecken hier, die möchte ich gerne loswerden. Und dazu gehe ich auf das Verschieben-Werkzeug und gehe hier Ebene auf Bildgröße, gehe auf Bild, Hilfslinien, alle Hilfslinien entfernen. Hier werde ich gleich standardmäßig alles einstellen. Jetzt werde ich hier die Ebene dreimal duplizieren und schalte die oberen beiden Ebenen aus und arbeite hier mit der zweiten Ebene von unten. Font 3D, also Schrift 3D. Jetzt werden wir mit Long Shadow arbeiten. Filter, Licht und Schatten, Long Shadow. Und hier müsst ihr natürlich aufpassen. Ich gehe jetzt hier auf 120, das könnt ihr natürlich bei dieser 1920 mal 1080 Auflösung auch machen. Ich gehe hier auf eine Länge des Schattens von 50. Ihr könnt bei der genannten Auflösung vorher auf 25 gehen. Und werde jetzt hier Shadow minus Image machen. Und ihr seht, da bleibt nur noch der Schatten übrig. Und das ist so gewollt von mir. Also nicht Shadow minus Image. Und wir bestätigen mit OK. Jetzt schalten wir die zweite Ebene oben zu. Und hier werde ich wieder Long Shadow aufrufen. Filter. Long Shadow erneut anzeigen. Und hier werde ich auch wieder auf 120 gehen im Winkel.
und die Länge lasse ich auf 100 stehen, gehe hier unten hin, nehme wieder Shadow minus Image und hier oben bei Stil nehme ich Fading. Und durch dieses Fading seht ihr, wie hier unten der Schatten ausgeblendet wird. Und das wollte ich so haben, das finde ich, sieht gut aus und wir bestätigen mit okay. Die obere Ebene, die braucht ihr nicht, die könnt ihr dann zuschalten, wenn ihr wollt hier, dann habt ihr eben eine andere Farbe oben drauf. Oder ihr könnt hier natürlich dann dementsprechend entweder die Ebene löschen oder auf Leuchtkraft gehen hier oder was weiß ich, was ihr möchtet, Helligkeit oder da könnt ihr dann mit euren eigenen Vorstellungen spielen, wie ihr das am liebsten hättet, ja. Und ihr könnt es so lassen. Und das ist mein Vorschlag. Jetzt kann man sagen, okay, wir können noch hier oben eine Ebene machen und machen hier noch einen Schlagschatten hin, wenn das funktioniert. Ich schaue mal Licht und Schatten. Macht er das Schlagschatten? Müsste theoretisch einer gehen. Macht er nicht, weil ich natürlich hier die Ebene mit einem Grau füllen muss, mit einem 80-80-80 Grau hinein damit. Und werde jetzt hier mal auf Überlagern stellen und das ist eine neutrale Farbe und jetzt geht es natürlich Filter, Schlagschatten erneut anzeigen und jetzt müsste das theoretisch gehen, macht er nicht, gut, dann nehme ich das wieder weg. Warum das jetzt hier nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Dann werde ich das mal zusammenfügen, Bild zusammenfügen und dann könnt ihr natürlich Filter, Licht und Schatten. Ach, Schlagschatten, natürlich Vignettierung. Ich habe die ganze Zeit mich gewundert, warum funktioniert das nicht? Natürlich müssen wir eine Vignettierung nehmen, logischerweise, wenn wir das wollen. Deswegen hat es nicht funktioniert oder deshalb hat es nicht funktioniert. Und ihr könnt es machen oder auch nicht, wie auch immer. Und bestätigen mit okay. So, das war ein kurzer Abriss einer 3D-Schrift mit einem Long Shadow, mit einem ausgeblendeten Fading Long Shadow natürlich dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, wenn es euch Freude gemacht hat. Versucht's mal, baut's nach und herzlichen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.